press you down body to cover on each knee and pad, PM, and roll to the board in its pad. 23 for 22, 26 and end. And now, resume TN and broke cover on beach near spags. TN and broke to the morgue in spags. Wir sind von der Werkstattgruppe Politik aus Münster und uns ist es wichtig, dass die Menschen, die auf der Flucht sterben, nicht vergessen werden. Darum treffen wir uns regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr, legen wir die Liste der Toten aus. Mittlerweile leider über 52.000 Menschen, die seit 1993 gestorben sind. Und wir wollen für diese Menschen einmal innehalten und an sie denken. Das ist der Grund, warum wir hier sind und wir hoffen, dass das einige Menschen mit uns tun. Für mich ist das einfach eine politische Katastrophe, die da zur Frage steht. Einmal werden die Menschen in der Wüste in Afrika schon zurückgehalten. Da gibt es einfach Grenzregime, wo die EU dafür sorgt, dass keine Reise mehr in Richtung Europa möglich ist. Auch ganz normale Familienreisen sind erschwert. Dann die nach Schutz suchenden Menschen, die, wenn die dann weitergekommen sind, werden von der Frontex direkt bearbeitet, im Meer zurückgeschoben. Pushback-Verfahren heißt das. Und das letzte Problem taucht jetzt tatsächlich in Europa auf, wo die ankommenden Menschen in Lagern zusammengefasst werden. Lager ist der freundliche Ausdruck dafür, dass es eigentlich Haftbedingungen sind, Stacheldrahtzaun direkt drumherum und dass über Wochen und Monate einfach eine Situation für die Menschen auszuhalten ist, die in völlige Ungewissheit, in der sie leben. Sie wissen nicht, ob sie zurückgeschickt werden und auch die Zustände sind Moria gleich. Und da sagen wir, da müssen politische Zustände so verändert werden, dass das eine würdige Form des Menschenrechts nach Flucht und nach Schutz möglich gemacht wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch immer bewusst sind, dass wir dafür verantwortlich sind, dass so viele Menschen sich auf den Weg machen. Nicht, weil wir sagen, kommt, wir sind so toll, kommt zu uns, sondern wir sorgen mit unserem Klima und unserer Ausbeutung dafür, dass Menschen ihr Land verlassen müssen, dass sie keine Lebensgrundlage mehr in ihrem eigenen Land haben. Und daher, finde ich, müssen wir uns alle verantwortlich fühlen für die Situation. Und wir können nicht sagen, uns geht es gut und wir lassen keinen rein, sondern wir müssen eben auch denen helfen. Die beste Hilfe wäre tatsächlich, ihnen in ihrem eigenen Land zu helfen. Das wäre die allerbeste Hilfe, aber vernünftige Hilfe. Aber die Grenzen zu schließen ist extremst unwürdig. Genau, das ist auch der Grund, warum wir die Toten quasi auf den Marktplatz holen und die Dokumentation hier zeigen, damit wir sie eben nicht mehr aus dem Blick verlieren, sondern eben in unsere Mitte holen. Und die Performance, die wir an der Schreibmaschine machen, zeigt eben durch das Tippen, dass das Sterben gerade aktuell passiert. Also das ist ja nicht irgendwie jetzt mal in der Vergangenheit gewesen, sondern das passiert gerade. Und durch das Lesen wollen wir erreichen, dass diese Namen nochmal ausgesprochen werden oder diese Menschen einzeln bewusst werden. Und ich glaube, du hast vom 25. April gerade erzählt. Ich habe an einem Tag jetzt gerade getippt und ich habe leider die Zahlen nicht mitgekriegt, aber es waren Unmengen. Ich hatte das Gefühl, man hat immer das gleiche Datum getippt. Und es ist schon sehr schockierend, wenn man sieht, wie viele Menschen an einem Tag ertrinken und keine Chance auf ein Leben haben. Ich habe nochmal einen Gedanken, warum wir das hier auch noch auf der alten Schreibmaschine machen. Das ist einfach so, es gibt keine illegalen Einwanderer. Es gibt ein Menschenrecht nach Schutz. Und die alte Schreibmaschine nehmen wir deshalb, weil wir historisch einfach gebunden sind. Wir haben dieses Recht auf Schutz in Deutschland auch gebraucht und die Schreibmaschine kommt aus dieser Zeit und verweist in diesem Zusammenhang damit. Und eben ist leider ein Passant vorbeigegangen, nein, nicht leider vorbeigegangen, aber er hat gesagt, so schnell wie die Menschen sterben, könnt ihr leider gar nicht tippen. Und das, muss ich sagen, hat mich nochmal sehr getroffen, weil er damit leider recht hat. Ja, wir haben hier
zweimal im Jahr diese Mahnwache, immer zu den Tag des Flüchtlings, einmal ja jetzt hier im Juni und im September, und laden gerne alle dazu ein, dazu zu kommen und mit uns gemeinsam zu trauern. Ein Mensch. Unknown Coast. Died off unknown coast, body found by pressure from wood. Forest. In einem Wald, gefunden in einem Wald in Polen. April 22, 2023. Eine tote Person. Ertrunken vor der Küste von Sfax, Tunesien. SFI. Near Sfax, Tien, and broke to the mall in Sfax. 23/4/23. April 22, 2023. Ein Toter gefunden vor der Küste von Tunesien. 23/4/23/26. NN, unknown. Presumed drowned body is recovered on beach near Sfax, Tien, and brought to the morgue in Sfax. 23/4/23/26. Ein Toter ertrunken vor der Küste von Tunesien. Ein Toter ertrunken gefunden vor der Küste von Tunesien.